Ja, wir starten jetzt in einen Themenblock, der sich sozusagen dem eigentlich allen zugrunde liegenden Thema widmet, nämlich wie man bereits bei Menschen im Kindesalter eine gute Basis für gesundes Essen legen kann. Wie gesagt, diese 25. österreichische Gesundheitsförderungskonferenz widmet sich ja dieses Mal dem Thema gesund und klimafreundlich Essen, um eben Ernährung im Sinne dieser intersektoralen Vernetzung im gesamtgesellschaftlichen, aber jedenfalls auch im Gesundheitsbereich eine Schlüsselrolle nicht nur zuzusprechen, sondern diese anzuerkennen, wenn man One Health als eine Policy-Strategie sieht. Wir haben gestern dazu schon viel auf der sozusagen globalen und auch auf der Verortungsebene gelernt, vor allem durch den Input von Ilona Kickbusch, die hier auch noch einmal die Planetary Health als eine nächste Ebene dazugenommen hat und die auch eben diesen Health in All Policies Zugang zu diesem One Health Bereich erweitert hat, wo es eben nicht mehr nur um die Frage des gesunden Menschen, sondern auch der gesunden Tier- und Pflanzenwelt, besonders für unseren Geschäftsführer und Biologen Klaus Ruppin, auch ein wichtiges Anliegen erweitert wird, aber auch um die planetare Gesundheit. Also wir starten hier jetzt wirklich aber in einem Nukleus-Setting, was eben die Gesundheit und das gesunde Essen von Kindern angeht. Und das wollen wir so machen, dass wir Ihnen zunächst jetzt einmal die Initiativen Kinder essen gesund von Magistra Rita Kichler aus dem FGÖ vorstellen lassen. Und dann gibt es eben die Präsentationen von unterschiedlichen Projekten. Ich darf vielleicht auch gleich hier ankündigen, dass wir uns entgegen des Programms, wie es hier drinnen steht, entschieden haben, im Anschluss an diesen Themenblock Kinder essen gesund schon die Einführung in den Markt platziert zu machen. Da würden wir uns vorab noch von Ihnen verabschieden, nachdem der Marktplatz ja hier nur in On-Location, On-Site stattfindet. Also Marktplatz vor der Mittagspause und dann Mittagspause und Marktplatz in einem. Es sind alle informiert, die daran beteiligt sind. Ein Danke für diese Flexibilität, liebe Rita. Ich darf Sie aber jetzt zunächst bitten, eine kurze Einführung zum Themenbereich zu geben. Bitte schön. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer diesjährigen 25. Gesundheitsförderungskonferenz. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die zum Thema Ernährung machen dürfen, weil wir damit gleich unsere Initiative Kinder essen gesund präsentieren dürfen. Bin ich schon zu weit? Unsere Initiative Kinder essen gesund haben wir 2019 definiert und damals haben wir auch begonnen mit der Planung. Wir haben ja heute schon gehört, Gesundheitsförderung, gesunde Ernährung muss von klein an beginnen. Man muss Ernährungskompetenz schon von klein an vermitteln. Das ist uns auch alles sehr, sehr wichtig im Rahmen der Initiative. Wir haben einige Herzstücke, ich nenne sie jetzt mal so, die wir als Fonds hier anbieten. Beginnen möchte ich mit einem Einstieg und Ihnen ein Video präsentieren, weil die Videos nehmen eine zentrale Rolle ein bei uns. Wir haben mittlerweile 17 Stück davon hergestellt. Das sind Kurzvideos, in denen sehr kindergerecht unterschiedliche Themen der Ernährung vermittelt werden. Heute habe ich mitgenommen das Thema klimafreundliche Ernährung, weil es ja auch das wesentliche Thema heute am heutigen Tag ist. Und ich werde gleich mal beginnen, Ihnen das zu präsentieren. Du hast es sicher schon gehört. Wir müssen das Klima schützen, damit es nicht sehr heiß und sehr trocken wird. Und die Menschen weiter gut auf der Erde leben können. Wenn wir bei unserer Ernährung ein paar Dinge beachten, können wir mithelfen. Dass durch den Transport weniger schädliche Klimagase in die Luft geblasen werden. Wir essen zu viel Fleisch und Wurst. Ein guter Tipp, weniger davon essen und dafür mehr Getreide, Kartoffel, Obst und Gemüse. Das ist gesund und gut für die Umwelt.
Denn die Herstellung von Fleisch und Wurst ist viel schädlicher für das Klima als der Anbau von Obst, Gemüse oder anderen Pflanzen. Gut für das Klima ist es auch, Obst und Gemüse zu kaufen, das aus der Gegend kommt, in der du wohnst und das gerade reif ist. Solche Früchte müssen nicht weit mit dem Flugzeug oder mit dem LKW transportiert werden. Und man braucht keine beheizte Glashäuser. Das spart Energie und Klimagase. Es ist auch energiesparend und klimafreundlich, wenn am Bauernhof viele verschiedene Pflanzen wachsen und viele Tiere leben können. Die Tiere werden gut versorgt. Pflanzen und Tiere liefern Kompost und natürlichen Dünger. Am besten ist es, den Einkauf zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder mit den Öffis zu erledigen. Oft mit dem Auto zu fahren ist für das Klima nicht gut. Auch Verpackungen sind ein Problem für Umwelt und Klima. Am Markt kann man Obst und Gemüse unverpackt kaufen und vermeidet damit unnötige Verpackungen. Nimm dir doch einen Stoffsackerl von zu Hause mit. So tust du was Gutes für die Umwelt. Auch weggeworfene Lebensmittel belasten das Klima. Am besten kauft ihr nur die Lebensmittel ein, die ihr wirklich braucht. Denn Lebensmittel sind wertvoll und viel zu schade zum Wegwerfen. Es ist eines von 17 Beispielen, die mittlerweile fertig sind. Sie sehen, hier kommt ein Maskottchen zum Einsatz. Es hatte lange keinen Namen. Seit 1,5 Jahren heißt es Breni. Wir haben dafür einen Namenswettbewerb gemacht unter den Kindern, unter den Schulklassen, die im Rahmen der 4 Projekte sich beteiligt haben und hier mehr als 70 Namensvorschläge geschickt haben und eine kleine Jury, bestehend aus 10 Kindern, glaube ich, sind es gewesen, hat sich dann gemeinsam auf den Namen geeinigt, sodass wir mittlerweile das, wir haben es früher Gehirnchen genannt, jetzt heißt es Breni. Der Renner unter den vielen Videos sind die Videos zum Thema Naschen. Das hat viele Eltern auch beschäftigt. Wir greifen auch immer viele Themen auf, die an uns herangetragen werden, wo zum Beispiel Eltern sagen, das ist uns wichtig, dass wir hier vermitteln, dass wir hier informieren und aufklären. Und da komme ich auch schon zum nächsten Herzstück im Rahmen unserer Initiative, das ist die Toolbox auf kinderessengesund.at, wo wir uns entschlossen haben, eine Initiative zum Thema Kinderernährung zu machen, waren sehr wohl bewusst, dass es in ganz Österreich sehr viele Projekte schon gegeben hat, die sich mit dem Thema Kinderernährung oder Ernährung in den Schulen beschäftigen. Wir haben auch gewusst, dass es sehr viele Materialien, Unterlagen, Handbücher, Empfehlungen, Checkliste für Schulbuffet, Empfehlungen für die Gemeinschaftsverpflegung im Kindergarten, in der Schule gibt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele pädagogische Materialien zu sehr vielen unterschiedlichen Themen der Ernährung, die von Pädagoginnen verwendet werden, von Personen, die in der Gesundheitsförderung Projekte machen im Ernährungsbereich, sodass wir gesagt haben, eigentlich muss man nicht immer das Rad neu erfinden, wenn man ein neues Projekt macht. Man müsste eigentlich viel mehr die Unterlagen nützen, die es schon gibt. Und so haben wir dann begonnen, die Unterlagen zusammenzutragen. Alle, die jetzt erfasst sind und in der Toolbox zur Verfügung stehen zum Download, zum Teil sind sie auch verlinkt mit verschiedenen Projekten und Seiten, wurden von uns qualitätsgesichert. Wir haben dafür auch nachvollziehbare Qualitätskriterien, die findet man hier auch unter diesem Link, den wir hier zusammengestellt haben. Und jeder, der so im Bereich Projekte arbeitet, der in der Gemeinschaftsverpflegung vielleicht arbeitet, also Betreiber der Gemeinschaftsverpflegung, aber auch Eltern, interessierte Personen, haben hier die Möglichkeit, fündig zu werden, wenn sie etwas wissen wollen oder in Projekten Materialien verwenden wollen. Auch Handbücher aus den bestehenden Projekten findet man und Anleitungen.
Ich möchte dann auch noch auf das Kochbuch hinweisen. Wir haben ja heute auch schon mehrmals darüber gesprochen und darüber gehört, dass es ganz wichtig ist, von klein an die Ernährungskompetenz zu fördern, den Familien, den Kindern gemeinsames Kochen auch schmackhaft zu machen, sie zu motivieren, dass sie gemeinsam kochen, gemeinsam zubereiten. Wir haben dieses Kochbuch in einer ersten Auflage von 10.000 Stück produziert, 2020. Seither wurden sie an alle Kinder in den teilnehmenden Schulen der Projekte verteilt. Und mittlerweile sind sie vergriffen. Ein paar Restexemplare haben sie draußen noch gefunden. Sofern sie noch da sind, dürfen sie gerne zugreifen und sich ein Beispiel, ein Kochbuch mitnehmen. Wir sind gerade dabei, es nachzudrucken, und sodass auch weitere und zahlreiche Kinder in den Genuss kommen und damit arbeiten können und gemeinsam kochen können. Es ist interkommunikativ auch aufgebaut. Es beinhaltet insgesamt 80 Rezepte. Passend zu jeder Jahreszeit finden sich Beispiele, angefangen vom Frühstück über die Jause, Salat, Rezepte bis hin zu Hauptspeisen und auch Nachspeisen, findet man hier sehr vieles, und für die Kinder soll es eben auch ansprechend sein. Sie haben hier Malvorlagen auf den Rückseiten der Rezepte oft enthalten oder auch Quizfragen oder irgendwelche Anleitungen, wie man zum Beispiel Kresse leicht und einfach am Fensterbrett selber ziehen kann. Wenn ich immer von wir spreche, dann möchte ich gern erzählen, dass wir ein Kernteam sind, das so den strategischen Prozess organisieren und das Projekt, also die gesamte Initiative auch gemeinsam plant, alles, was hier im Rahmen der Initiative erstellt wird und gemacht wird. An erster Stelle ist die Petra Rust vom Department, die uns sehr oft und sehr gerne unterstützt. Von Seiten des Ministeriums ist seit Beginn an die Judith Beneditsch dabei, und bislang war es auch die Karin Schindler, die uns da mit wertvollen Tipps immer wieder unterstützt hat. Aus dem AGES und Revan-Team möchte ich die Melanie Bruck-Müller hervorheben, mit ihrem Team, die mit uns sehr viel auch kooperiert und uns unterstützt bei der Qualitätssicherung der Materialien, die in der Toolbox sind, aber auch bei der Erstellung der Videos. Wir bekommen rechtzeitig immer von ihr auch die Zusammenstellung der Themen, die wir gemeinsam ausgewählt haben. Und Better Together, das Team um die Elisabeth Kern, die unterstützen uns bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Bekanntmachung der Unterlagen auch in den neuen Medien. Seitens des Fonds gilt mein Dank natürlich der Petra Winkler, die da ganz aktiv ist und mit mir das gemeinsame arbeitet, und wahrscheinlich auch die Anita Denk-Slavik, die sich immer auch ganz nett und unterstützend um den Newsletter kümmert, den wir regelmäßig ausschicken, 4-mal im Jahr, und uns auch bei der Toolbox, bei der Bestückung immer zur Hilfe ist. Und nicht zuletzt, der Jürgen Tomanek, der in so Fragen, wenn es um Finanzielles geht, um Organisatorisches immer zur Hilfe ist. Genau, und dann komme ich zu einem weiteren Kernstück, das sind die Projekte. Wir haben 2019 zu einem Projekt Call ausgerufen, wir möchten Projekte machen. Es wurden mehrere Konzepte eingereicht. 4 Projekte haben den Zuschlag bekommen und werden im Folgenden vorgestellt. Ich möchte nur ganz kurz zusammenfassen, worum es uns beim Call gegangen ist. Uns war wichtig, dass so an übergeordneten Zielen natürlich es um gesunde Ernährung im Setting Volksschule geht. Wir wissen, dass Gesundheitsförderung nicht nur am Verhalten ansetzt, sondern vor allem auch auf den Verhältnissen ausgerichtet sein muss und hier zur Stärkung der Ernährungskompetenz beitragen muss. Von den Zielgruppen her haben wir den Anspruch gehabt, von Beginn an, dass wir uns nicht nur an Kinder wenden, sondern auch an die Eltern, an die Pädagoginnen, an die Verantwortlichen der Gemeinschaftsverpflegung und die Aktivitäten. Da war die Vorgabe, dass sie nachhaltig wirken sollen im Setting Volksschule, dass es nötig ist, hier auch Kooperationen und Vernetzung zu schaffen im Umfeld der Projekte,
Hier war auch der große Wunsch, und es ist auch wirklich gut gelungen, dass man in den Bundesländern, wo Projekte stattgefunden haben, gute Kooperationen zum Beispiel mit der Pädagogischen Hochschule erstellt hat oder mit den Bildungsdirektionen zusammengearbeitet hat. Natürlich Fortbildungen sind enorm wichtig, wenn es um Projektmaßnahmen geht, die auch nachhaltige Wirkung haben sollen. Und das Thema Gemeinschaftsverpflegung darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, wenn man von gesunder Ernährung im Setting Volksschule spricht. Genau. Wunderbar, dann herzlichen Dank einmal für diese Einbegleitung. Wir haben uns in der Vorbesprechung vereinbart, dass jetzt immer zwei Projekte sozusagen herauskommen, und das darf ich dann sozusagen in Ihre zeitliche Verantwortung übergeben. Die ersten beiden Projekte sind gesunde Kinder im Burgenland. Da freuen wir uns auf Carina Wapp vom Land Burgenland und Alexandra Weghofer von der Fachhochschule Burgenland in Pinkerfeld. Die beiden dürfen bitte schon nach vor auf die Bühne und Sie dürfen gerne applaudieren. Und wir freuen uns, dass Kids essen gesund aus der Steiermark mit Karin Koller von der Styria Vitalis in Graz und Doktorin Christina Breil vom Institut für Gesundheitsförderung und Prävention auch hier bei uns jetzt sind. Und ich darf die beiden Kolleginnen auch nach vorne bitten und liebe Rita, an dich übergeben. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt mit den Projektleiterinnen Ihnen gemeinsam die Projekte ein bisschen näher vorstellen darf und beginne mit der Carina Wapp. Ihr habt ja in Burgenland schon seit mehr als 10 Jahren, weiß ich, ein Projekt laufen, das heißt Gekibu. Da ging es eher um Gesundheitsförderung, Ernährung im Kindergarten, und habt jetzt dieses Projekt zum Anlass genommen, um Gekibu in die Volksschule zu bringen. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr da vorgegangen seid? Also insofern ist uns der Call vom Vorgesundes Österreich sehr entgegengekommen, weil wir uns gedacht haben, das nehmen wir zum Anlass, um unser doch sehr erfolgreiches Projekt Gekibu gesunde Kindergärten im Burgenland, wie es bis 2020 geheißen hat, auch auf das Setting Volksschule auszuweiten. Vielleicht kurz dazu, wir haben im Jahr 2012 gestartet mit einer kleinen Anzahl an Kindergärten, damals in der Vorsorgemittelstrategie für Ernährung, also wir haben das wirklich als Ernährungsprojekt aufgezogen, mit dem Ansporn, dass wir wirklich das Ernährungsbewusstsein schon im Kindergarten steigern wollten, mit den Zielgruppen Pädagoginnen, Eltern und Kinder. Später sind dann auch die Gemeinschaftsverpflege dazugekommen, weil wir einfach in der Praxis gemerkt haben, da ist ganz viel Bedarf, diese auch zu bearbeiten. Das haben wir heute schon gehört und das ist nach wie vor ein großer Schwerpunkt bei uns. Und durch das, dass wir einfach wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben und die Pädagoginnen nach wie vor sehr dankbar sind, wenn unsere Expertinnen, unsere sehr kompetenten und qualifizierten Expertinnen in die Kindergärten kommen, haben wir uns gedacht und das zum Anlass genommen, dass wir dieses Projekt auch auf Volksschulen ausweiten wollen. Und da waren wir sehr froh, dass wir den Zuschlag bekommen haben und dadurch auch jetzt insgesamt 31 Volksschulen im Zuge so eines Pilotprojekts auch betreuen können. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ernährungskompetenz ist ja bei euch ganz zentral gewesen, was ihr da gemacht habt. Genau, also wir haben uns große Ziele gesetzt und wir haben irgendwie versucht, alle Zielgruppen, die vorher auf der Folie angeführt waren, mit einzubinden. Also wir haben natürlich, unsere Hauptzielgruppe sind die Kinder, die Volksschulkinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, die wir vorrangig mit unseren Kinderworkshops erreicht haben oder nach wie vor erreichen. Das kann man sich so vorstellen, dass unser Team in die Schulen kommt und mit den Kindern altersentsprechende Workshops durchführt zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Materialien. Ganz zentral natürlich die Ernährungspyramide, die wir in Form einer Leiter immer mithaben. Wir haben auch nachher auf dem Marktplatz einen Marktstand und die Leiter mit, also die kann gerne besichtigt werden. Ich habe auch mein ganzes Team heute mit, das heißt, die sind noch sehr gerne auch für Fragen zur Verfügung.
Unterstützung, wenn es wirklich um Workshop-Inhalte geht. Das waren einmal die Kinder, die Pädagoginnen oder das pädagogische Lehrpersonal versuchen wir über Fortbildungen zu erreichen, einfach weil es wichtig ist, dass wir auch sie stärken, damit dieses Thema auch sehr gut in den Schulalltag integriert werden kann. Wir haben dann die Rückmeldung bekommen, dass es immer sehr hilfreich ist für die Pädagoginnen, wenn sie Materialien haben, die sie wirklich auf die Schnelle verwenden können im Unterricht, weil auch die Pädagoginnen und Pädagogen heutzutage nicht die Zeit haben, dass sie sich, keine Ahnung, wie viele Materialien austüfteln und zusammensuchen. Und deswegen haben wir dann ein Handbuch gestaltet und entwickelt für Pädagoginnen, das auch sehr gut ankommt. Genau, für die Zielgruppe Eltern haben wir, genau, das sieht man jetzt auch auf der Folie, die Leiter und die einzelnen Inhalte mit den Experimenten, die immer gut ankommen. Also bei den Kindern ist es wichtig, dass man wirklich praktische Inhalte mit einbaut. Ja, bei den Eltern bin ich stehen geblieben. Eltern, schwierigste Zielgruppe, also stellen wir immer wieder fest, das ist im Kindergarten so und auch in der Volksschule, also die zu erreichen ist nicht so einfach. Wir haben schon vieles ausprobiert. Leider ist es halt in der Projektzeit, also im Projektzeitraum durch die Pandemie natürlich zu größeren Herausforderungen gekommen, die Eltern zu erreichen. Wir bieten eben Elterninformationsabende an, wir bieten Infostände an, Elternsprechtagen an, die wir eigentlich, glaube ich, so gut wie noch gar nicht durchführen konnten, weil einfach die nicht mehr so stattfinden. Aber auch Elternkochworkshops, wo wir wirklich das Praktische vermitteln und auch den Eltern versuchen mitzugeben. Und wir haben auch schon einige Online-Kochworkshops durchgeführt, wo wir online über Zoom kochen. Also ich nehme da immer meine Tochter mit, die muss dann mitkochen und zur Verfügung stehen, einfach als Testkind quasi. Und ja, ist eigentlich sehr gut angekommen. Wir hätten nächste Woche wieder einen geplant. Schauen wir mal, ob der stattfindet. Sehr gut. Und eine Frage. Ihr habt ja im Burgenland sehr spezielle, sehr strenge Kriterien, was die Gemeinschaftsverpflegung betrifft, wenn ich da an den Bioanteil denke. Genau, also wir haben seit einigen Jahren im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz eine Bioquote gesetzlich verankert. Das heißt, dass Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung, die Kindergärten und Schulen beliefern, eine bestimmte Bioquote einhalten müssen. Das sind derzeit 50%. Von den 100% bis 2024 will ich jetzt nicht sprechen, weil das schauen wir mal, ob wir das erreichen. Aber deswegen war uns auch sehr wichtig, dass wir die Gemeinschaftsverpflege auch mit betreuen und mit beraten im Zuge des Projektes. Und mittlerweile ist es so, dass von den 31 Projektschulen, also insgesamt verpflegen 19 Verpfleger die 31 Projektschulen, und von diesen 19 Verpflegern sind mittlerweile 14 biozertifiziert. Also das ist schon eine sehr annehmbare Anzahl, würde ich sagen. Das ist eine tolle Zahl, danke. Genau. Und eine dritte Frage noch hätte ich, weil Gesundheitsförderungsprojekte sollen ja immer nachhaltig verankert werden und die Hoffnung ist groß, dass das auch so ist, nachdem das Kindergartenprojekt schon seit 10 Jahren besteht. Möchtest du da noch ein bisschen was erzählen? Also den wichtigsten Schritt in Sachen Nachhaltigkeit, der ist uns wirklich letztes Jahr im Herbst gelungen, weil wir haben, vielleicht so zum Hintergrund, wir haben unsere Projekte meistens so mit freien Werkverträgen umgesetzt und haben Werkvertragsnehmer beschäftigt, und wie Sie sich vorstellen können, in der öffentlichen Verwaltung ist das Budget jetzt auch nicht so in Hülle und Fülle, wobei ja, im Burgenland ist das manchmal ein bisschen anders, aber andere Sache. Und es ist uns geglückt, dass wir von dieser eher unsicheren Situation mit den Werkverträgen auf fixe Dienstverträge umstellen konnten. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein fixes GKIPO-Team, die bei uns angesiedelt sind und wirklich für das da sind, dass sie die Kindergärten und die Volksschulen begleiten. Und durch diese organisatorische Änderung haben wir die Nachhaltigkeit abgesichert und können die Schulen auch weiterhin begleiten. Sehr gut, danke. Da würde ich mir gern noch ein paar Evaluationsergebnisse gern anschauen. Ich weiß, das Projekt ist derzeit in der Abschlussphase und ich glaube, es liegen noch nicht alle Ergebnisse vor, aber vielleicht kannst du schon ein paar erste Eindrücke vermitteln. Sehr gerne. Ja, beginnen möchte ich damit, um die Wirkungen des Projektes feststellen zu können, wurde zu Projektbeginn ein theoriegeleitetes und partizipativ orientiertes Evolutionskonzept entwickelt.
Wie schon gesagt, die Ergebnisevaluation läuft jetzt noch und umfasst unter anderem, also was wir schon umgesetzt haben bisher, waren 24 leitfadengestützte Interviews mit den Volksschulen, mit den Pädagoginnen dort. In weiterer Folge läuft gerade auch die Befragung der Eltern mit einem Fragebogen und die Kindererhebung. Wir haben hier schon einen gewissen Rückgriff erhalten, das heißt, wir konnten jetzt schon eine Zwischenauswertung durchführen. 25 Volksschulen nehmen oder haben regelmäßig an den Maßnahmen teilgenommen, das heißt mindestens einmal im Semester war hier das Kriterium und 280 Maßnahmen wurden bisher umgesetzt. Das Projekt läuft ja jetzt auch noch. Genau. Was hat sich gezeigt? In 75% der Volksschulen konnte ein Anstoß gegeben werden, um die Rahmenbedingungen gesundheitsförderlicher zu gestalten. Das zeigte sich in den leitfadengestützten Interviews mit den Pädagoginnen. Weiters wurde auch die Kompetenz der Pädagoginnen gestärkt. Das heißt, gerade diese Umsetzungskompetenz, wie integriere ich Ernährungsthemen in den Unterricht und auch die Sensibilisierung der Vorbildwirkung wurde hier verbessert. Das heißt, die Pädagoginnen fühlen sich hier auch gestärkt in ihren Kompetenzen. Die 83% haben hier angegeben, dass es eine sehr starke Verbesserung der Kompetenz gegeben hat. Ja, abschließend möchte ich vielleicht diese Frage auch gleich mit einem Statement, das eben im Rahmen der Interviews auch von einer Schule gekommen ist. Im Schulgarten wurden Obstbäume gepflanzt und zur Erntedank wurde gemeinsam mit Kindern Obst geerntet und dann eben auch verarbeitet, zum Beispiel zu Apfelmus. Das heißt, es zeigt, dass hier wirklich auch eine sehr breite Wirkung durch das Projekt möglich war. Super, danke schön. Dankeschön. Dann möchte ich gerne ins Nachbarbundesland schauen, und zwar in die Steiermark. Karin, ihr habt ja ganz stark auf die Qualifizierungsmaßnahmen gesetzt und da gibt es einige, die sehr interessant sind, vor allem die Qualifizierung der Ernährungsbeauftragten und dann gab es auch noch einen Zertifizierungslehrgang. Was kannst du uns dazu erzählen? Prinzipiell ist es so, dass das Thema Ernährung im Unterricht in Volksschulen ja schon gut eingebettet ist. Dennoch, es mehr braucht als diese reine Wissens- und Kompetenzvermittlung. Ja. Es braucht entsprechende gesundheitsförderliche Verhältnisse, die eben die kluge, gesunde Wahl zur leichteren Wahl machen, so wie es die Petra Rust heute auch schon gesagt hat. Und ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. In die Volksschulen kommen oft Bäcker oder fliegende Händler, die ein gewisses Sortiment an Bäckern anbieten. Und spitz formuliert können das Muffins, Donuts, Croissants, Semmeln, Milchweckerln sein. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns ein ausgewogeneres Sortiment wünschen würden. Und das Beispiel zeigt eben, dass es genau dafür Verantwortliche am Schulstandort braucht, die eben für dieses Thema einstehen, die dafür brennen und die sich eben bemühen, diese Verhältnisse zu schaffen, dass sie der Lernbereitschaft, der Konzentration, der Aufmerksamkeit und im Allgemeinen dem Wohlbefinden von Schülern und Schülerinnen und auch der Pädagogen und Pädagoginnen dienen. Und so haben wir uns als Dürre Vitalis dazu entschieden, eben diese Qualifizierung ins Leben zu rufen und zielen eben darauf ab, Volksschulpädagogen und Pädagoginnen da ins Boot zu holen. Es ist eine eintägige Qualifizierung, und es ist im Projekt gelungen, 57 Ernährungsbeauftragte in der gesamten Steiermark zu qualifizieren und an Schulen zu installieren. Diese Ernährungsbeauftragten nehmen sich eben am Schulstandort dem Thema an. Sie fungieren als Drehscheibe, als Anlaufstelle nach innen und nach außen. Das heißt, sie versuchen, das Thema Ernährung in Konferenzen einzubringen, in Foren einzubringen. Sie versuchen, die Ernährung im Schulleitbild zu verankern und sie kommunizieren aber auch nach außen zu Elternvereinen, zu Eltern, kommunizieren, wie ein Schulfest gestaltet, also wie die Verpflegung eines Schulfestes gestaltet sein sollte. Sie haben eben das Potenzial, Ernährung strukturell zu verankern und nicht nur im Unterricht einfließen zu lassen.
Sie wissen auch, wo Sie Informationen finden, Ernährungsmaterialien finden. Sie wissen, wo Sie andere Expertisen aufsuchen können. Und zu allerletzt sind Sie auch in der Lage, kleine Projekte, kleine Maßnahmen zu planen, zu koordinieren und diese mit Ihrem gesamten Team dann umzusetzen. Danke. Und der Lehrgang Zertifizierung? Genau, also der nennt sich Lehrgang Verpflegungsmanagement. Hat sich daraus entwickelt, dass die Mittagsverpflegung an Schulen von einem Tag auf den anderen sozusagen eingeführt worden ist. Auf einmal war ein Boom dieser Ganztagesschulen da. Es hat keine Erfahrungswerte gegeben, niemand hat gewusst, was braucht es, damit eine Mittagsverpflegung in den Schulen gelingen kann. Und deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen, diesen Lehrgang zu konzipieren, zu entwickeln und durchzuführen. Und er richtet sich eben an betreuendes Fachpersonal in Volksschulen, in Ganztagesschulen, die für die Mittagsverpflegung vor Ort zuständig sind. Und unser Ziel ist es, dass wir diese Teilnehmer für die steigenden Ansprüche in der Gemeinschaftsverpflegung qualifizieren und sie in ihrer Rolle vor Ort stärken. Und das machen wir einerseits, indem wir Wissen vermitteln, aber andererseits ihnen auch wirklich so einen Werkzeugkoffer mit auf den Weg geben, damit ihnen dieser tägliche Umgang mit der Mittagsverpflegung leichter fällt, dass sie wissen, was muss ich tun, damit die Mittagsverpflegung gelingt. Und ja, genau. Welche Kompetenzen versuchen wir in dem Lehrgang zu vermitteln? Also uns ist es ganz wichtig, dass diese Personen wissen, wie schaut ein ausgewogener Speiseplan aus in der Schulverpflegung? Ja, welche Empfehlungen sollten eingearbeitet werden und beachtet werden? Wie wichtig das ist, dass Rituale beachtet werden, dass Tischregeln am Tisch da sind, ja? Dass hygienerechtliche Vorgaben eingehalten werden, dass die Pädagogen, egal ob es Freizeitpädagogen, Hortassistentinnen, Betreuerinnen, je nachdem wer dort angestellt ist, weiß, dass man mit gutem Beispiel vorangehen muss, dass man der Vorbildrolle nachkommen muss. Dass es wichtig ist, dass wir sie darin stärken, mit allen Beteiligten in den Austausch zu gehen. Ja? Es braucht den Erhalter mit im Boot, es braucht den Verpflegungsanbieter mit im Boot, es braucht andere Einrichtungen, die vielleicht auch noch in der Gemeinde angesiedelt sein und die ihre Erfahrungen machen. Und diesen wertschätzenden Umgang miteinander in Ruhe darüber zu reden und sich auszutauschen. Und uns ist es auch wichtig, den Teilnehmern noch zu vermitteln, was es braucht, um Geschmack zu entwickeln, was es braucht, Kinder zu motivieren, neue Speisen zu probieren, zu kosten, zu experimentieren, etwas anzugreifen. Und wie letztendlich der Teller aufbereitet werden muss, die Speisen aufbereitet werden müssen, sie finalisiert werden müssen, damit die Kinder gerne zugreifen, weil eben auch das Auge mit ist. Und kurz noch, der Lehrgang ist aufgebaut in 24 Einheiten. Wir haben ihn aufgeteilt in 2 Präsenztage. Zwischen diesen beiden Präsenztagen finden 3 Online-Webinare statt. Und es gibt auch eine kurze schriftliche Aufgabe für die Teilnehmer, wo wir sie anregen, anhand von Fragen ihren Alltag zu reflektieren. Und er ist aufgeteilt in 7 Module. Die Module könnt ihr dann im Curriculum nachlesen. Ich habe es dann auch beim Marktplatz dabei. Und ja, es ist uns wichtig, dass wir es schaffen, dieses Verhältnis aus Theorie und Praxis einzubringen, dass wir einerseits Theorie vermitteln, Wissen vermitteln, aber was uns ganz wichtig ist, dass wir anhand von Gruppendiskussionen, Gruppenarbeiten, das Know-how dieser Leute einbringen lassen, dass sie voneinander lernen können. Und das ist das, warum, glaube ich, dieser Lehrgang so erfolgreich ist, weil sie endlich spüren, da sind auch andere Leute, die mit diesem Thema Mittagsverpflegung zu kämpfen haben und sie endlich jemanden haben oder einen Lehrgang haben, wo dieses Wissen miteinander geteilt und ausgetauscht werden kann. Danke. Dann schaue ich mal zu Christina Breil. Ja. Was sind denn aus der Sicht der Evaluation hier die wesentlichen Erkenntnisse bei diesen Maßnahmen, die in der Steiermark durchgeführt worden sind? Also was ich an dem Projekt Kids Essen Gesund so bemerkenswert finde, ist, dass Styria Vitalis von Anfang an langfristig gedacht hat und strukturell angesetzt hat.
Das heißt, wenn man sich anschaut, wie die Schulen begleitet wurden, dann hat Styria Vitalis wirklich mit jeder Schule einen individuellen Maßnahmenplan entwickelt und die Schulen sehr intensiv begleitet und damit natürlich einen tollen Grundstein gelegt, damit die Maßnahmen bleiben können. Und Styria Vitalis hat aber noch viel weiter gedacht. Also das eine sind eben die beiden Lehrgänge, die Karin gerade schon toll beschrieben hat, die auch immer noch weiterlaufen. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, dass das Thema an weitere Schulen getragen wird, dass es fortleben kann, obwohl das Projekt jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Erwähnenswert finde ich in dem Zuge auch die Workshop-Börse, die Styria Vitalis ins Leben gerufen hat. Das ist eine sehr umfangreiche Börse mit Workshops für Eltern, für Kinder, für Pädagoginnen, teilweise auch für alle zusammen, die auch dann im Online-Format abgehalten wurden, weil es eben eine Zeit lang nicht anders möglich war. Auch die Workshop-Börse gibt es noch, jetzt zwar abgespeckt und nicht mehr ganz kostenlos, aber es ist eine wunderbare Möglichkeit für Pädagoginnen, das Thema an die Schule zu holen, ohne selber alles ausarbeiten zu müssen. Und was Styria Vitalis auch noch gemacht hat, es hat eine Initiative gestartet, damit in der Steiermark ein Netzwerk entsteht mit regionalen Akteuren, die sich zu diesen Maßnahmen bekennen und sie unterstützen und auch langfristig aktiv dazu beitragen wollen, dass sie umgesetzt werden. Und ich finde, das sind wirklich bemerkenswerte Voraussetzungen dafür, dass es langfristig bestehen bleiben kann. Danke. Das ist das sogenannte Mission Statement. Genau. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, wer da mitgemacht hat, wie das abgelaufen ist, was das Ziel dieses Mission Statements war. Genau, Mission Statement ist ja prinzipiell ein sperriger Begriff. Nicht jeder weiß damit, was anzufangen. Ich versuche es mit einfachen Worten zu umschreiben. Im Prinzip geht es darum, dass dem Thema Essen und Trinken gemeinsam eine Bühne gegeben wird. Ja, in der Steiermark ist es so, wir haben viele Experten, die zum Thema Ernährung arbeiten, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, wir aber oft voneinander nicht wirklich wissen, was macht die eine Institution, was macht der andere Verein. Und deshalb haben wir versucht, Akteure aus verschiedenen Bereichen, aus der Politik, der Bildung, der Gesundheit zu kontaktieren, mit ins Boot zu holen und haben eben zuerst ein Vernetzungstreffen abgehalten und dann ein schriftliches, mehrstufiges Befragungsverfahren durchgeführt aufgrund von Corona, wo sich jeder Akteur einbringen hat können. Und gemeinsam haben wir dann eine Art Strategiepapier verschriftlicht. Und wie sieht das jetzt aus? Es sind 6 Handlungsfelder entstanden. Die Handlungsfelder sind die Gemeinschaftsverpflegung, Qualifizierung von Pädagogen und Pädagoginnen, die Schulkultur, die Elternarbeit, die Vernetzung und Nachhaltigkeit und die materielle Ausstattung. Und gemeinsam durch die Rückmeldungen dieser Akteure haben wir dann spezifische und überprüfbare Ziele formuliert. Und die Akteure haben dann die Möglichkeit gehabt, zum jeweiligen Handlungsfeld mit dem dazugehörigen Ziel ihre Maßnahmen zu benennen und zu verschriftlichen. Das heißt, sie haben aufgeschrieben, wo sind wir bereits tätig, was setzen wir für Maßnahmen um, welche planen wir vielleicht gerade derzeit und möchten sie in Zukunft umsetzen. Und so ist endlich mal sichtbar geworden, was in der Steiermark schon alles zum Thema Essen und Trinken im Volksschulbereich umgesetzt wird. Und kurz zusammengefasst kann man dann sagen, all diese Akteure bekennen sich jetzt dazu, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam diesem Thema mehr Wert schenken. Und ich glaube, dass das einfach der Erfolgsfaktor für die Zukunft ist, gemeinsam was zu bewegen. Danke. Da würde ich noch mal gern ins Burgenland schauen, weil was sind denn da aus eurer Sicht so die besonderen Lessons learned aus Evaluationssicht? Ja, vielleicht kann man auch wieder die Präsentation einblenden, da ich wieder ein paar Statements auch mitgebracht habe. Die letzte Präsentation bitte noch einmal. Genau. Ja, aber die ersten Erkenntnisse zeigen eben, dass vor allem die Workshops Wissen sehr anschaulich vermitteln und besonders gelungen sind eben Experimente mit Kindern, wo Kinder wirklich aktiv mitarbeiten können, wo wir hier auch gesehen haben, zum Beispiel die Joghurtverkostung, wo es Versuche mit Farben gegeben hat. Genau, ich blätter hier ein bisschen nach vor. Genau, ja. So. Weiters natürlich auch die aufbereiteten Materialien, das heißt die Pädagoginnenmappe, das Handbuch für Pädagoginnen wurde besonders gut bewertet. Das heißt 90% der Volksschulen geben an, dass sie die bereitgestellten Materialien sehr gut in den
Schulunterricht in den Schulalltag integrieren konnten. Das heißt, das ist eine sehr ein guter Wert und zeigt auch, dass es auf jeden Fall eine Übertragbarkeit in andere Volksschulen gegeben ist. Da diese Materialien wirklich von Expertinnen aufbereitet wurden, sind sie sehr fundiert. Also das GKBU-Team besteht ja aus Ernährungswissenschaftlerinnen und Diätologinnen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein sehr hoher Mehrwert gegeben. Es zeigt sich, dass auch die Toolbox von der Initiative bei den Pädagoginnen sehr gut angekommen ist und genutzt wird und hier auf jeden Fall auch ein Transfer empfehlenswert wäre. Ja, über die Eltern und die geringe Erreichbarkeit der Eltern und Partizipationsmöglichkeit haben wir schon gesprochen, aber es gab in der Initiative eben die Möglichkeit, dass die Eltern auch das Kochbuch für Kinder erhalten haben und hier zeigt sich, dass es einen sehr hohen Mehrwert für die Eltern gezeigt hat. Das heißt, die Kinder kochen hier wirklich mit den Büchern und ja, das funktioniert sehr gut. Genau. Ja? Genau. Noch kurz vielleicht zwei Statements, weil es eben um die Lernerfahrungen auch geht. Das heißt, gerade diese haptischen Materialien wie die Ernährungsleiter oder auch Experimente zum Mitmachen sind aus didaktischer Sicht eben besonders gut geeignet, um Ernährungswissen und Kompetenz zu vermitteln. Und auch aus Elternsicht zeigt sich, dass die Workshops wirklich die Kinder motivieren und sie auch zu Hause sozusagen auf gesunde Ernährung dann in weiterer Folge achten und zwar ganz von alleine, wie hier in der Elternbefragung genannt wurde. Also das sind schon sehr, sehr gute Lernerfahrungen und diese Maßnahmen bieten sich auch an für einen möglichen Transfer, dass sie doch eine Übertragbarkeit auch vorweisen. Dankeschön. Okay. Wie schauen die Lessons Learned in der Steiermark aus, Christina? Bietet sich hier an zu einem Transfer zum Beispiel? Also alles, was genannt wurde, würde ich unterstreichen. Also sinnliche Dinge, Workshops mit den Kindern eignen sich super. Die prägen wirklich nachhaltig die Ernährungskompetenz der Kinder und bleiben hängen. Ergänzend würde ich noch sagen, niederschwellige Maßnahmen, denn die sind für Pädagoginnen ganz wichtig, die ja leider sehr begrenzte Zeit haben. Bei Kids Essen Gesund war das vor allem die Workshop-Börse, die Pädagoginnen eben die Möglichkeit gegeben hat, ohne viel vorzubereiten, sehr tolle, umfangreiche Workshops mit sinnlichen Erfahrungen anzubieten und sich auch Unterstützung zu holen aus dem Kollegium von den Eltern oder die Eltern direkt mit einzubinden, indem das einfach ein Workshop für Eltern und Kinder ist. Auch die GET-Materialien, die wahrscheinlich vielen hier bekannt sind, die sind online verfügbar, die wurden auch bei Kids Essen Gesund mit eingesetzt und sind für Pädagoginnen auch von unschätzbarem Wert zur Unterstützung. Und alle langfristigen Maßnahmen. Da möchte ich vor allem das Maßnahmengeld nochmal hervorheben. Die Schulen haben bei Kids Essen Gesund eine finanzielle Förderung bekommen, die meistens in die Schulgärten geflossen ist oder in die Schulküchen. Und das sind natürlich Dinge, die bleiben. Also wenn da ein Hochbeet steht, wenn da eine Kräuterspirale angelegt wurde und die Kinder haben geholfen, das zu bauen, können das ernten, können damit ihr Wasser anreichern, können gemeinsam in der neuen Schulküche einen Aufstrich machen, dann bleibt das. Und das bleibt nicht nur in der Generation, sondern das bleibt auch in 4, 5, 6 Jahren danach. Und es hält den Gedanken aufrecht. Herzlichen Dank für die kurze Einführung der Projekte. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, Rita, das waren die ersten zwei Projekte. Einen Durchgang haben wir noch und dann sozusagen schauen wir auch noch in das Angebot, das wir hier vor Ort mit dem Marktplatz sozusagen anbieten. Wir schauen aber jetzt zunächst nach Bregenz bzw. Salzburg und zwar mit dem Projekt Uns schmeckt's. Birgit Höfert, AKS Vorarlberg GmbH aus Bregenz und Magistra Anna Schachner vom Querraum Salzburg. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Und jetzt wandere ich kurz zu dir hinüber, damit da auf jeden Fall Platz ist. Schlau sein, gesund essen. Da freuen wir uns auf zwei Kolleginnen. Es ist drei Kolleginnen, mein Fehler, völlig richtig. Wir müssen entschuldigen, die angekündigte Katharina Janecek, genau, ist krank geworden. Wir freuen uns hier auf Kollegin Hufnagel und wir haben Georg Zepke und Lorena
Hormann vom Institut für systemische Organisationsforschung. Ein herzliches Willkommen diesem Triumvirat hier auch auf der Bühne. Und ich darf für nochmal so rund 25 Minuten an dich übergeben, Rita. Dankeschön. Ja, es gibt noch zwei weitere Projekte, wo wir Ihnen einen kurzen Einblick vorstellen möchten, was hier so das Besondere dieser beiden Projekte war. Ich schaue zuerst die Birgit Höfert an vom AKS Vorarlberg. Ihr habt euch ja ein spezielles Ziel gesetzt mit dem Projekt, das ihr durchgeführt habt, uns schmeckt's, denn ihr habt euch vorgenommen, vor allem die sozial benachteiligten Familien zu erreichen. Genau. Wie funktioniert das? Das wollen wir alle Gesundheitsförderer schon lange und sind da sehr bemüht darum. Genau, also wir wissen aus verschiedensten Evaluationen ja immer, dass wir natürlich einiges erreicht mit Ernährungsprojekten, aber eben diese Gruppe der sozioökonomisch benachteiligten Familien, wie man es immer so grob zusammenfasst, oft schlecht erreicht. Und das war so unsere Herausforderung zu sagen, wie könnten wir das schaffen und wie finden wir heraus, wie wir diese Familien erreichen, und haben uns deswegen vorgenommen, im Projekt eine Bedürfnisanalyse zu machen mit diesen Familien, haben Eltern, Kinder eingeladen, Fokusgruppen durchgeführt mit Hilfe der GÖK, die uns da unterstützt hat, um herauszufinden, was sind die Bedürfnisse der Eltern, wenn es darum geht, Projekte, Ernährungsprojekte in den Schulen durchzuführen. Was hätten die Eltern denn gerne, dass dort dann vorkommt? Welche Themen sollten da oder wie sollte das aufbereitet sein? Und was hindert sie, so in unserem Sinne, sich gesund zu ernähren? Und wie könnte man das dann einbauen? Eben, wie können wir das, was wir den Schulen anbieten, anpassen? Und wie es vielleicht nicht anders zu erwarten war, die Bedürfnisse sind nicht sehr viel anders als wie von allen Eltern, dass sie gerne möchten, dass sie, wenn Essen angeboten wird, dass es schmeckt, dass es satt macht, dass es qualitativ hochwertige Lebensmittel verwendet werden dann vor Ort, und aber eben auch, dass sie schon in der Schule Fertigkeiten lernen, um sich gesund zu ernähren, dann auch zu Hause. Das sind so diese vier Hauptpunkte gewesen, die so in der Bedürfnisanalyse herauskommen sind. Aber die Hindernisse, die eben sie haben, die sind dann eventuell eben doch speziell, also eben die finanziellen Herausforderungen natürlich. Die zeitlichen Herausforderungen sind auch genannt worden, das dann wirklich umzusetzen und zu leben. Das nicht sichere Wissen, was Sie gesagt haben, es ist so viel im Internet, wie man gehört hat, man kann sich überall informieren, aber was soll ich denn jetzt tun? Was kann ich in der knappen Zeit mit den geringen Ressourcen umsetzen, damit ich meine Kinder gut ernähre? Und eben die Zugänge, die auch für sie oft schwierig waren. Und da haben wir dann eben überlegt, okay, wie können wir das angehen? Und gestern kam schon das EU-Schulobstprogramm vor und ist genannt worden. Das ist in Vorarlberg nicht ganz so, wird nicht ganz so durchschlagend umgesetzt oder mit nicht so vielen Schulen. Deswegen haben wir gesagt, okay, bei den Projektschulen schauen wir, dass wir das auf die Reihe bringen, dass wir die Schulen unterstützen, weil es einfach ein sehr großer bürokratischer Aufwand auch ist für die Schulen, dass sie daran teilnehmen können. Und wir haben mit diesem Ernährungswissen eben Gespräche geführt mit unseren Ernährungsberaterinnen beim AKS und haben gesagt, wenn ihr jetzt drei Sachen sagen müsstet, den Familien, was sie auf alle Fälle umsetzen sollen. Also wenn ihr es runterbrechen würdet, drei Sachen, die wichtig sind, damit gesunde Ernährung in den Familien stattfinden kann. Was müsste das sein? Haben über Formulierungen diskutiert und dann ist... kann man die Präsentation? Ja. Vorher, man hat es schon vorher gesehen, genau. Dann sind diese drei Aussagen rausgekommen. Also es ging darum, Wasser trinken, bei jedem Essen Gemüse, Salat oder Obst und selten naschen. Und das haben wir ganz vielen erlebt. Ah, da kommt so eine Erleichterung. Ah ja, okay, was die drei? Ja, das geht. Das mache ich schon, da schaue ich schon drauf. Ah ja, bei jedem Essen? Okay, ist noch ausbaufähig. Selten naschen? Okay, man darf, aber selten. Also das kam sehr gut an und das wollen wir jetzt verbreiten, auch noch mehr eben in den Familien, in unseren Unterlagen. Und einen anderen Zugang, den wir versucht haben, Ernährungsverhalten, Ernährungswissen weiterzugeben, ist, dass wir mit den Kindern für Kinder ein Hörspiel entwickelt haben.
sind zwei Folgen entstanden, die man jetzt schon anhören kann, YouTube-mäßig. Demnächst werden sie auch sonst verfügbar sein, sobald die Pressekonferenz stattgefunden hat. Und da haben wir dieses Thema, diese Themen so in diesem Storytelling mit eingebaut, diesen kreativen Zugang, das Thema Ernährung aufgefangen und versucht, da rüberzubringen. Und ich denke, wir haben dann an den Schulen auch Schreib-, Illustrations-, Geräusche-Workshops durchgeführt, was auch wunderbar und total gut angekommen ist bei den Pädagoginnen und auch bei den Kindern. Und natürlich hat auch das Schmeck dazu beigetragen, dass es gut angekommen ist. Man sieht es vielleicht jetzt dann da. Und ich habe Ihnen einen kurzen Einspieler mitgebracht, um ein bisschen so Vorstellung zu haben, worum geht es denn da. Also das ist auch mit den Kindern entwickelt worden. Und Sie sehen hier unten dieses Vasomüse, Wasser, Obst, Gemüse. Und man weiß ja so Gewohnheiten und was Lustiges und was Nettes zu hören und immer wieder. Und das ist hier aufgegriffen worden. Es hat eine Kollegin, die so in Australien war und dort mitgekriegt hat bei einem anderen Thema, wo das gut funktioniert, eben wenn man so einprägsame, vielleicht auch als ein bisschen komische Wörter hört, dass man da aber vielleicht gut das Wissen rüberbringen kann oder behalten kann. Und das ist da aufgegriffen worden. Vielleicht können wir das ganz kurz einspielen. Das kleine Schmeck. Ein freches Wesen von überall und nirgendwo auf der Suche nach leckerem Essen. Ein Hörspiel von Kindern für Kinder. Jetzt hörst du Spinatknödel und scharfe Erdbeeren. Lecker Schmecker Schmeckerli! Hallo, ihr Radieselchen! Wasser, Gemüse, Wasser, Obst, Gemüse! Hui, aus dem Weg, ihr Orangen! Wasser, Gemüse, Wasser, Obst, Gemüse! Lecker Schmecker Schmeckerli! Du Zuckerini, du alte Zuckerini. Gemüse, Wasser, Obst, Gemüse. Du Radieselchen. Hui. Ah, lecker, schmecker, schmeckerli. Also ich denke, es bleibt hängen heute den ganzen Tag. Das heißt, wir müssen wirklich mit viel kompakteren, prägnanteren Botschaften arbeiten in der Ernährungsempfehlung. Ja, also bei den Kindern ist es sehr gut angekommen, bei den Projektschulen, die das eben mit erarbeitet haben. Wir hatten Castings in den Schulen, die da eben rausgearbeitet worden oder halt eben geschaut worden ist, wer kann da diese Hörspiele mit einsprechen gut und so weiter. Wir hatten Schauspieler, die da auch die Erwachsenenrollen jetzt mit besprochen haben und also sehr professionell das Ganze durchgeführt. Mal schauen. Genau. Dann schauen wir mal zur Evaluation. Was waren denn die Ergebnisse der Elternbefragung zum Beispiel? Ja, gerne. Da habe ich auch einiges mitgebracht. Das wir haben eh schon vorher auch gehört darüber, wie kann man jetzt die Eltern tatsächlich auch erreichen. Also auch in dem Projekt eine Herausforderung. Aber wir haben die Eltern dann auch befragt mit einem Online-Fragebogen. Und es war doch sehr schön zu sehen, dass einige Veränderungen stattgefunden haben in den Familien und auch wahrgenommene Veränderungen bei den Kindern. Ich blende das jetzt ein, jetzt ist es nur vorgesprungen. Das möchte nicht. Kann man zurückschalten noch einmal, die Folien? Da vorne. Die zwei Grafiken bitte, sonst kann ich es gerne auch einfach erzählen. Genau, also ich erzähle einfach zwischendurch, jetzt sieht man sie eingeblendet. Also man sieht, wir haben insgesamt 191 Eltern mit der Online-Befragung befragen können. Das war jetzt der erste Durchlauf, der zweite ist jetzt noch zu Projektende. Und in diesem ersten Durchlauf haben wir jetzt keine Prä-Post-Befragung gemacht, sondern im Nachhinein gefragt, wie die Eltern, also wo sie Veränderungen wahrnehmen. Zum einen beim Kind, aber auch insgesamt für die Familie. Also sozusagen subjektiv wahrgenommene Veränderung. Und da ist jetzt eine Folie eingeblendet auf Ebene der Familie. Also was hat es gebracht, in den Volksschulen die Angebote zu setzen und dass diese dann in die Familien getragen wurde.
Und hier sieht man sehr schön die Ergebnisse. Das ist mit blau gekennzeichnet, dass 48% sagen, dass sie selbst sich auch mehr Gedanken zur gesunden Ernährung machen, seit das Projekt in der Volksschule läuft. Und auch 47%, dass das Thema zu gesunder Ernährung nun auch mehr besprochen wird. 35% sagen, mein Kind bringt viele Informationen zu gesunder Ernährung auch nach Hause mit. Und da gab es ein sehr spannendes Ergebnis auch, nämlich ein signifikantes Ergebnis, dass Eltern mit einem niedrigeren Bildungsstatus auch sagen, also eher eine positive Aussage treffen, dass sie sagen, es werden mehr Informationen nach Hause gebracht. Also hier wurden sie sehr gut erreicht. Dann habe ich noch eine zweite Grafik mitgebracht, um das zu zeigen, und will da vor allem zwei Ergebnisse noch herausgeben. Jetzt probiere es doch ich noch. Habe ich zu früh gedrückt? Bitte sonst hinten, wenn es bei mir nicht klappt. Dankeschön. Genau, die wahrgenommenen Veränderungen beim Kind, und da greife ich vor allem die letzten beiden Ergebnisse noch heraus, nämlich die Aussage, mein Kind hat jetzt mehr Wissen darüber, was gesundes Essen ist, seit das Kind bei dem Projekt mitgemacht hat, und das sind immerhin 69%, die sagen, da hat eine Veränderung stattgefunden. Und auch 60%, die sagen, im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass sich mein Kind ein bisschen mehr Gedanken dazu macht, was es isst und auch, was es trinkt. Also man sieht hier auch deutliche selbst wahrgenommene Veränderungen für Familie und Kind. Danke. Nur ganz kurz noch, Birgit, ein Blick zur Gemeinschaftsverpflegung, weil wir heute schon so viel darüber gehört haben. Wie war das bei euch ein Thema? Genau, also wir haben versucht in dieser Zeit, in dieser 3,5 Jahre, wir haben jetzt auch noch offiziell bis Ende Juni, aber eben in diesen 3,5 Jahren ein Netzwerk aufzubauen unter den Gemeinschaftsverpflegern, was sehr gut gelungen ist und was sehr gut angenommen worden ist, wie vorhin die Karin schon gesagt hat, dieses Lernen voneinander, dieser Austausch untereinander, dieses Bestärken, ah, du magst das auch, ah, das klappt, und ah, diese Nudeln sind gut für die Warmverpflegung oder diese sonst was, das geht gut. Dieser Austausch, der wird sehr geschätzt, also das haben wir in mehreren Terminen gemacht. Wir hatten einen Fachtag Schulverpflegung, wo wir das eben auch ermöglicht haben, diesen Austausch und Fachinformationen weiterzugeben. Wir haben auch eine Ernährungsfortbildung gemacht, wo uns im Unterschied zu den anderen Projekten wichtig war, bei der Fortbildung schon die Pädagoginnen, die Mittagsbetreuerin und die Caterer zusammenzunehmen und dass dort dieser Austausch stattfindet eben und sie eben da so voneinander die verschiedenen Sichtweisen auf die Schulverpflegung wahrnehmen und sich gegenseitig wertschätzen lernen eben auch, was ja nicht immer der Fall ist, von den verschiedenen Seiten. Jeder schiebt dem anderen oft mal den schwarzen Peter zu. Und das war sehr gut, und was wir auch in der Fortbildung eben schon mit drin hatten, eben diese Sicht auf die sozioökonomisch benachteiligten Familien. Warum ist die Schulverpflegung so wichtig, gerade für diese Kinder? Und das war auch für ganz viele, da haben wir so Rückmeldungen gesagt, Aha-Erlebnis, ah, okay, jetzt sehe ich das ganz anders, was ich hier tue, weshalb das eigentlich auch sehr wichtig ist. Und auch wenn manchmal negative Rückmeldungen kommen oder es schwierig ist, im Mittagessen oder wie auch immer, dann das auch zu machen. Genau. Genau. Gab es dazu auch eine Befragung zur Mittagsverpflegung? Also nicht direkt die ganze Mittagsverpflegung, also das wurde intern in der Evaluation schon gemacht, aber wir extern von der Evaluation haben Interviews geführt, und da ist eine schöne Rückmeldung auch von einer Mittagsverpflegung, die gesagt haben, sie haben eigentlich durch das Projekt jetzt viel mehr Kommunikation direkt mit den Kindern. Also sie haben das auch verändert, dass sie jetzt direkt auch mit den Kindern mehr Kontakt haben und auch nachfragen, was wollen die Kinder. Zum Beispiel auch eine kleine Befragung selbst durchgeführt haben, die Mittagsverpflegung, was zum Beispiel Kinder gerne in ihren Salat drinnen haben wollen, wo sie ankreuzen konnten, was sie da bevorzugen. Also da sieht man auch, dass wirklich hier auch nachhaltig sozusagen auch die Mittagsverpflegung auch angeregt wurde, da auch weiterzudenken und die auch mit mehr einzubinden. Danke. Dann möchte ich einen Schwenk wieder zurück nach, in den Osten Österreichs machen, nach Wien. Elfriede, euer Projekt, das war eigentlich auch was Besonderes, weil es war nicht eine normale Volksschule, es waren die Ganztagsschulen, die ihr erreicht habt mit den Projekten, mit dem Projekt, und vor allem es waren die Freizeitpädagoginnen, die hier im Mittelpunkt gestanden sind als Zielgruppe. Ja,
Genau. So war es in Wien. Wir haben in Wien, glaube ich, im Vergleich zu Österreich relativ viele ganztags geführte Schultypen im Unterstufenbereich, also im Volksschulbereich. Und deswegen haben wir uns gleich auf diese Zielgruppe fokussiert. Einerseits verschränkt geführte, also Ganztagsvolksschulen, aber auch offene Volksschulen. Das heißt, wo das da getrennt ist, Nachmittag Freizeit, Vormittag Unterricht. Und dort spielen eben diese Freizeitpädagoginnen diese besondere Rolle. Die ist so organisiert in Wien und ich weiß nicht wie sonst auch, dass die an der pädagogischen Hochschule ausgebildet werden, ein Jahr lang. Aber es ist so, dass da Ernährung keine Rolle spielt in deren Ausbildung. Und diese Freizeitpädagoginnen spielen aber in der Schule, in der Ernährungssituation eine wichtige, zentrale Rolle. Einerseits bei der Jausenverpflegung, Mittagsverpflegung und nachmittags auch. Und auch natürlich in der Freizeit. Und deswegen haben wir uns da fokussiert darauf und geschaut, wie können wir die auch empowern, da gut Ernährungswissen, Ernährungskompetenz weiterzugeben, aber auch selbst Ernährungskompetenz zu entwickeln. Also das war was ganz Besonderes und da hat es verschiedene Maßnahmen gegeben. Einige Maßnahmen gibt es in allen Projekten, sage ich jetzt einmal, das ist jetzt nicht so Besonderes, was wir hier zu berichten hätten. Und die Freizeitpädagoginnen, die haben wir geschult, zum Beispiel Stationenbetrieb, 24 Themen, das ist auch schon mal vorgekommen, das ist interessant, dass immer 24 vorkommt. Und zum Beispiel, das ist diese Mappe hier. Ja, die wurde entwickelt im Rahmen des Projekts, die wurden geschult darauf und das ist die Grundlage auch dieses Stationenbetriebs. Die sind an die Schulen gekommen und wir haben erst am Schluss auch noch welche nachgedruckt, weil es eine große Nachfrage gegeben hat. Und das ist wirklich was Nachhaltiges, super unterstützend in den Schulen. Und was noch besonders war bei uns in Wien, war, dass wir auch das kommunale Setting, das gestern auch immer wieder mal adressiert wurde, einbezogen haben. Also das war durchaus herausfordernd. Kommunales Setting einbeziehen heißt in dem Fall der Bezirksvorsteher, der die Volksschule vor Ort hat und die Schülerinnen und die Eltern vielleicht kennt, die Volkshochschule, die um die Ecke ist. Und dann gibt es auch noch sogenannte Bildungskreisel in Wien. Das sind alle Bildungseinrichtungen von einem Gebiet, meist Bezirk, aber auch teilweise bezirksübergreifend, zusammengefasst, tauschen sich aus und die sind auch Teil dieser Vernetzung gewesen. Und es war sehr gewinnbringend für alle Beteiligten, hier eine Sensibilisierung zu starten, was das heißt für Kinder, sich gesund zu ernähren und vor allem die bewegen sich ja auch in diesem regionalen Setting. Sie sind dann auch einkaufen gegangen auf dem Markt und dergleichen. Das war wirklich sehr, sehr schön und auch berührend. Und ich war auch einmal bei so einem Kochworkshop dabei, der im kommunalen Setting stattgefunden hat zum Beispiel, an einer Volkshochschule, also eine große Schauküche. Und da sind dann die Eltern aus verschiedenen Projektschulen, aber auch aus dem Bildungskreisel zusammengekommen. Und das war wirklich schön und war gewinnbringend. Das waren so zwei Highlights aus unserem Projekt, von der Umsetzung auch. Mhm. Beziehungsweise erinnere ich mich, letztes Jahr im Sommer seid ihr auf die Märkte gegangen und habt auf den Märkten mit Kindern, mit Eltern, die vorbeigekommen sind, gekocht und vorgezeigt, wie man gewisse Dinge macht. Aber im Bereich der Ganztagsschulen spielt natürlich die Mittagsverpflegung eine große Rolle. Das heißt die Gemeinschaftsverpflegung und ich glaube, da wart ihr auch sehr aktiv. Immer. Es ist so, die Gemeinschaftsverpflegung, wie wir alle wissen, das ist ja, da gibt es ja unterschiedliche Personen, die da hineinspielen. Und an den Volksschulen ist es so, dass da bestimmte Personen auswählen. Das sind oft nicht diese Ernährungsbeauftragten, die auch im Rahmen des Projekts bestellt wurden. Das können Pädagoginnen sein, manchmal sind es Direktorinnen. Und das heißt, wir haben auch oft diesen hier einen Fokus gehabt, wie wir die gut schulen können. Da hat es einerseits auch so einen Workshop gegeben, gemeinsam mit diesen Auswählerinnen, wie bei ihnen so eine Mittagssituation ausschaut, was dort überhaupt stattfindet. Und da konnten ganz viele Learnings erzielt werden,
sehr viele Aha-Erlebnisse, das machen, könnten wir vielleicht besser machen. Und eben da gab es Workshops, Schulungen und Beratung auch. Das war auch in vielen Projekten. Das heißt, wir haben auch die Schulen speziell beraten, aber genau auf diese Situation an der Schule, die ist jeweils unterschiedlich. Und dem vorangestellt war auch noch eine Ernährungskomponentenanalyse, die haben wir auch noch gemacht. Das war auch die Grundlage der Beratung und alles zusammengefasst in einem Handbuch, wo dann die Schulsituation, aber auch übergeordnete Learnings aus anderen Projektschulen zusammengefasst und nachhaltig mitgegeben werden an die Schulen. Genau, danke. Und dann möchte ich gerne zur Evaluation übergehen, Herr Zepke. Ja. Was hat denn das Projekt auf struktureller Ebene gebracht? Ja, auf struktureller Ebene ist für uns wahrscheinlich eines der beeindruckendsten Lernerfahrungen, es ist heute auch schon genannt worden, es braucht sehr kompakte Methods, aber, und das ist vielleicht auch das Interessante, dafür braucht es sehr komplexe Strukturen auch. Und in diesen komplexen Strukturen, auf dieser strukturellen Ebene, hat in dem Projekt hat's Wirkungen oder Ansätze auf vier Ebenen gegeben. Es sind eben die Freizeitpädagogen und Pädagoginnen als Professionsgruppe vor den Vorhang gerufen worden. Und das hat schon ganz schön viel in den System Schule, wo man ja spontan eher an die Lehrer und Lehrerinnen, die natürlich eine zentrale Bedeutung haben, aber oft werden die Freizeitpädagoginnen vernachlässigt und wenig im Blick genommen. Es gab einige Konsequenzen, die vor allem die Positionierung in der Schule, den Dialog zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen in der Schule betroffen hat. Und last but not least ist auch das Thema Ernährung in der Fortbildung der Freizeitpädagoginnen, die ja jetzt gerade auch als Berufsgruppe sehr in Diskussion sind, aber es ist auf jeden Fall in der Fortbildung implementiert. Das ist sozusagen auf der Professionsebene die Interventionsschiene. Des Weiteren ist in der Schule, in den 12 Projektschulen sind natürlich Maßnahmen gesetzt worden, viele, viele Maßnahmen, wo du auch noch ein bisschen was erzählen wirst, Lorena, und wo es eindeutig Spuren gegeben hat. Ein Ergebnis aus der Vorher-Nachher-Befragung war, dass wir haben eine Vorabbefragung im Haus gemacht oder in den beteiligten Schulen und haben gleich auch große Sorge gehabt, weil das Ausgangsniveau an Sensibilität für Ernährungsfragen ohne dies sehr, sehr hoch war. Und in vielen Bereichen ist das sozusagen konstant geblieben. In einem Bereich ist es deutlich gestiegen, nämlich den ohne dies schon hohen Stellenwert des Themas Ernährung in der Schule, der ist noch deutlich größer geworden. Das war sozusagen ein exemplarisches Ergebnis aus der quantitativen Befragung. Das wäre sozusagen die zweite Schiene gewesen. Und zwei weitere Schienen kurz erwähnt. Uns war auch, oder dem Projekt der Wiener Gesundheitsförderung war es besonders bedeutsam, hier auch organisationsübergreifende Vernetzungen sicherzustellen. Und das war natürlich in Zeiten der Pandemie sehr, sehr schwierig, aber diese Mühe hat sich gelohnt. Es war doch deutlich, so sehr die Materialien und die didaktischen Konzepte, die im Projekt zur Verfügung gestellt wurden, geschätzt wurden, war es auch sehr, sehr wichtig, ein Setting, eine Struktur zu haben, wo die impliziten, schon bestehenden Praktiken gut ausgetauscht werden konnten. Und vierter und letzter Aspekt, aber wurde schon erwähnt, die kommunale Struktur, die sozusagen auch einen sehr hohen Stellenwert gehabt hat. Genau. Ja, und das Stichwort war jetzt Pandemie. Da waren ja alle Projekte sehr gefordert, weil Externe nicht in die Schulen durften und es schwer war, mit den Kindern zu arbeiten. Aber trotz allem die Frage, was hat das Projekt bei den Kindern und auch bei den Eltern, Pädagoginnen bewirkt? Kann man also die, ja, die Evaluation, wir haben teilnehmende Beobachtungen gemacht, Fokusgruppen, Interviews geführt, Fragebogenerhebungen gemacht und es zeigt, dass die Aufgabe, Kinder neue Kompetenzen, Urteilskompetenzen, Ernährungskompetenzen näher zu bringen, eigentlich sehr dankbar ist. Also die greifen das sehr schnell auf. So ein Stationenbetrieb, wo man in der Schule ist mit 6 unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Zuckerwasser herstellen und mit Zitronen, Zitronensäure zu neutralisieren und zu herauszufinden, interessant, auf einmal schmeckt es wie Cola und das Zuckerwasser war aber eigentlich total
total ungenießbar, also auch für die Kinder. Also dieses erfahrbare Wissen im Spiel, auch mit Bewegung, mit selbst ausprobieren, Butter selber machen oder sowas. Also das kommt alles extrem schnell bei den Kindern an und sie nehmen das extrem schnell mit und bringen es auch wieder an die Eltern nach Hause. Was wesentlich ist in diesem Setting, und das haben wir jetzt mehrmals gesagt, ist, dass man Ernährung als Kompetenz weiterdenkt, als Wissens, ja, es ist ein Wissensfeld, aber es ist vor allem ein Lebensraumthema. Das heißt, in der Schule sind eben nicht nur die Kinder und die Direktion und die LehrerInnen, sondern es sind auch die FreizeitpädagogInnen, es sind die Küchenpersonal, es ist das Küchenpersonal da, teilweise sind die Kinder selber eingebunden bei der Ernährungsauswahl, bei der Menüauswahl, es gibt Gemeinschaftsverpfleger und so weiter. Das heißt, wenn man es schafft, diesen Lebensraum der Schule größer zu denken und auch diese Zuständigkeit von Kompetenz größer zu denken, wer dafür verantwortlich ist, wie wir es gestern schon gehört haben, eben nicht Privatsache und nicht nur Sache der Eltern oder nur Sache derer, die die Menüwahl zusammenstellen, sondern wenn man das größer denkt, dann entsteht da ein also es ist wie so ein kleinen Impuls, den man reingibt und es entstehen Wellen und es wird dazu angeregt, auch selber mehr auszuprobieren und auch selber mehr in die eigene Handlungsfähigkeit zu gehen. Und da sind die Freizeitpädagoginnen als MultiplikatorInnen natürlich total super, weil die sind direkt bei den Kindern. Die sind die ersten Bezugspersonen oftmals in den Ganztagsschulen, die Vertrauenspersonen, teilweise auch das Küchenpersonal, wenn es eben ausgegeben wird, das Essen. Also die haben teilweise einen engen Bezug, weil ja auch das Thema Essen so ein ganz persönliches, privates und intimes Thema ist. Und da anzusetzen, beispielsweise eben mit dem Stationenbetrieb, also diese Mappe haben wir eben schon hergezeigt, das hat sehr gut funktioniert, weil anhand dieser Unterlagen auch eine Schulung stattfinden konnte und ein Erfahrbarmachen für die FreizeitpädagogInnen, auch Erfahrbarmachen für die LehrerInnen, die in den Schulen auch mit diesem Thema befasst sind. Das heißt, es war wirklich die Nachfrage da zu sagen, super, sowas kann man individuell ganz gezielt einsetzen. Man kann daraus, also es gibt Schulen, die sagen, wir machen jetzt zukünftig einmal im Jahr einen Projekttag und machen solche Stationenbetriebe, damit nicht nur die Klassen teilnehmen konnten, die pandemiebedingt irgendwie das Wissen kriegen, sondern auch zukünftige neue SchülerInnen, auch die neuen LehrerInnen, FreizeitpädagogInnen, Küchenpersonal und sonstiges. Und das ist eine tolle Wirkung, die erzielt wurde, die sich wahrscheinlich erst auch in der Nachhaltigkeit, in der Langfristigkeit dann richtig zeigen wird und weiterentwickeln wird. Genau, also im Sinne der Nachhaltigkeit ist sicher die Mappe enorm wichtig. Was wäre noch wichtig, um das Projekt nachhaltig zu verankern oder auch eventuell zu transferieren? Ja, wenn ich schon das Mikro habe, dann behalte ich es gleich. Es ist schnell gesagt, es war schon sehr, sehr deutlich für die nachhaltige Verankerung. Es braucht organisationsentwicklerische Strategien, auch um diese doch sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in den Schulen zu berücksichtigen. Das hochkomplexe Projekt hat sich doch gezeigt, das lässt sich nur dann umsetzen, wenn man es sehr individuell auf die unterschiedlichen Lagen auch adaptiert. Also insofern diese strukturelle, organisationsentwicklerische Komponente und das Thema nicht neu, wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, Kommunikationsforen, Gelegenheit zum Dialog, gerade mit den Gemeinschaftsverpflegern, aber natürlich auch mit zwischen Eltern, Schülern, Freizeitpädagoginnen und allen Stakeholdern. Ich glaube, dieses Handbuch ist auch ganz gut, also weil da alles festgehalten wurde und auch noch neue Ideen hinzukommen, also eben auch Verweis auf diese Toolbox, jetzt sieht man es nicht, aber das ist, glaube ich, eine super, super Geschichte. Auch das Kochbuch war bei uns im Projekt sehr gut im Einsatz, das haben die auch geliebt, die Kinder und die Eltern auch, es war sehr fein. Eins wollte ich noch sagen zum Thema Ernährungssozialisation. Also die findet ja im privaten Staat, in den Familien, aber eben auch dort, wo außerhalb der Familie, eben Schule zum Beispiel, ist ein ganz zentraler Ort, Kindergarten davor. Ja? Und das ist wirklich ein
ein ganz zentrales Setting und dass wir dort mehr Ernährungskompetenz hineinbringen, damit auch mehr Ernährungskompetenz herauskommen kann bei den Kindern in diesem Alter. Und deswegen lohnt es sich so sehr, da hier zu investieren, weil das auch sozial ausgleichend ist. Also es nivelliert die sozialen Unterschiede auch, also die Ausgangslage in Bezug auf Ernährung und gesunde Ernährung auch. Und es kann auch diskriminierungsfrei erfolgen dort. Ja? Ich pick mir nicht irgendwelche Kinder irgendwo heraus aus bestimmten Verhältnissen, sondern ich habe sie alle, gerade in der Volksschule, das ist noch eine Gesamtschule, mehr oder weniger, dort habe ich sie alle. Und das ist das Schöne auch daran. Vielen herzlichen Dank für die Präsentationen, für die Einblicke in die Projekte. Es war natürlich nur ein kleiner Einblick, weil die Projektleiterinnen, die Evaluatorinnen, Evaluatoren hätten noch sehr viel mehr zu berichten und zu erzählen. Und dafür gibt es ja nach der Mittagspause dann die Möglichkeit des Marktplatzes, wo sie dann mit den einzelnen Personen, die hier am Podium sind und vorher gesprochen haben, mit den Projektleiterinnen nochmal die Möglichkeit haben zu besprechen, über die Projekte zu reden. Von meiner Seite her darf ich vielleicht sagen, das Thema Kinder essen gesund soll weiterhin ein Schwerpunktthema im Vorgesundes Österreich bleiben und wir hoffen natürlich, wir haben es auch geplant, im nächsten Arbeitsprogramm, Rahmenarbeitsprogramm zum Thema zu machen und hoffen natürlich, dass aus der Initiative wirklich ein großes Programm wird, wie die Judith das gestern ja schon am Abend im Rathaus angesprochen hat. Vielen Dank dabei. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich schwindel mich da noch durch die Projektpräsentatorinnen und herzlichen Dank, liebe Rita, dir. Das ist noch einmal dein Applaus auch für das